so schlecht vorbereitet. Also ich nehme ja schon seit 2 Minuten auf. Ja, ich habe jetzt, ich habe da auf meine Taste gedrückt, meinen Shortcut, und er hat jetzt erst ausgelöst. Ein richtiger YouTuber weiß, wie er aufnimmt. Ein richtiger YouTuber lutscht Schwänze. Ich bin kein richtiger YouTuber. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich, alles, was ich mache, zum Beispiel Husten, wird ja aufgenommen. apropos, dass wir uns das, ja, alles wird aufgenommen. Ich habe vergessen, eine Stummtaste zu engagieren, zu machen. Generell, wenn ich was hochlade oder generell, wenn wir spielen, hätte ich es gern, dass du mich Heinrich nennst. Oder der Löwe oder sonst irgendwas, aber nicht meinen echten Namen. Ich möchte ja anonym bleiben. Ich werde dich auch mit Montro ansprechen. Ach so, zum Labern muss ich ja drücken, scheiße. Wenn du ich hab gerade Reset-Gespräche geführt, was ich sagen wollte. Das kannst du später rausschneiden. Dass wir halt nicht unsere privaten Namen nehmen. Ich werde dich halt mit Montro ansprechen. Werde das versuchen, dich Montro zu nennen. Statt König oder Gottkaiser. Und ja, ich heiße ja Heinrich, ne? Weißt du ja. Heißt du hier nicht Punisher? Heinrich 00, ja. Heiß ich hier ja, auch, ja? Ja, du bist Heinrich 00. Ich bin überall Heinrich, ist super. Du spielst mich ja. Ja. Aber ich habe jetzt nichts dagegen, wenn du mich Micha nennst. Ich... Ja, okay. Aber ich versuch's trotzdem bei Montro zu bleiben. Das ist ja. Weißt du. Wir wollen ja das Publikum selbst, nicht verwirren. Wenn ich dich jetzt Andreas nenne. So heißt ja niemand. Andreas Schmidt bist. So heißt dir niemand. Ja, zum Glück heißt ja niemand Andreas Schmidt, das ist ja das Gute. Ja, zum Glück nur ich Klonkrieger heißen so. Du heißt eigentlich in Wirklichkeit nicht Andreas Schmidt, sondern Andreas Hirsenfürse. Ja. Fickinger. Oder vielleicht heißt du auch gar nicht. Man nennt mich, ich heiße Klaus Fickinger. Und mit diesem Namen kannst du nicht gewinnen bei YouTube. Alles klar, wo bist du? Ich lade noch. Ach, du lädst A Waiting Session Start. Ja, ich du, ich bin drin. Ich wohne hier im Mittelalter, ne? Achso, ja. Darum Heinrich der Löwe, und im Mittelalter war das Internet noch nicht so gut. Hier wird schon geschossen. Ja, es ist hier im Mittelalter. Jetzt Session bin ich da. Okay. Ich sehe dich nicht. Ich bin... Hörst du Schüsse? Tankstelle hinter den, hinter der Tankstelle. Nee. Ja, Schüsse hört man hier überall. Ich hab einen getötet. Sag an, wo bist du? Ich bin, keine Ahnung, irgendwo an der Mauer. Hab grad einen gekillt. Irgendwo an der Mauer. Das ist natürlich gut. Ich bin, wo du den Truck aufschließen musst. Da bin ich. Da bin ich ja, glaube ich, Kilometer weit davon entfernt, ja. Verbarrikadier dich, ich komme. Oh, hier ist ein Skaff gekommen. Alter, schießt mich! Sag es nicht. Du bist Skaff, ne? Du musst keine Skaff drücken. Ja, er hat aber auf mich geschossen. Er hat auf mich geschossen, nicht ich auf ihn. Aber er hat mich nicht getroffen. Ein bisschen schlecht im Treffen. Ich habe gerade wieder mein Autoproblem. Autoproblem? Nein. Das mit dem Auto und den Dixie. Au, ich werde geschossen. Ich bin gleich tot. Scheiße, vor mir liegt eine Leiche, ein Spieler. Das war aber jetzt aber laggy. Ich hab den voll abgeknallt. Aber richtig abgeknallt, der ist nicht gestorben. Ja, gut. So viel dazu. Das war's schon? Ja. Ich hab den gerade richtig voll gepumpt. Also du kannst dir das nachher in meiner Aufnahme ansehen. Ich hab den voll gepumpt wie Sau und der ist nicht gestorben. Also ich loot gerade eine Leiche. Ja, ich hab jetzt 3 Leute getötet. Ne, 2 Leute getötet. Ja, stimmt. Hä, 2 Leute? Ach ja, stimmt. Der ist ja gerade nicht gestorben, der Sack. Ja, 2 Leute getötet. 2 Skeffs. Ach verdammt, das war ein Skeff.
Der sah nicht aus wie ein Skeff. Ja, ich habe auch gerade einen gekillt, weil irgendwer muss ja den Spieler gekillt haben. Ja, ich bin dann schon mal fertig. 6 Minuten. Muss wow. reichen. gut, dann beende ich mal kurz meine Aufnahme und starte gleich nochmal neu. Ich habe das gerade nochmal in meiner Aufnahme angeguckt. Ich weiß nicht, wie ich den getötet habe. Warum ich den nicht getötet habe. Hm. Ich habe jetzt 2 Kopfhörer dabei. Eine Schallgedämpfte irgendwas. M4A1. Jetzt muss ich nur nach Crossroads und dann raus. Ja, guck mal, ob du rauskommst. Ja, ich gebe mir jetzt nicht sonderlich Mühe. Ich bin Rambo, einfach querfeld durch. So, Skeps killen. Du bist bei der Baustelle gestorben, ja? Wann diese, also. Wenn ihr den. Wenn du vor dem Truck stehst, hinter dir dann. Ja klar, also da sind sie immer. Da ist ein kleiner Durchgang. Zur Straße hin. Achso, da. Nee, genau, nicht zwischen den Häusern, sondern zur Straße hin. Da ist so ein kleines Loch in der Wand, da bin ich gestorben. Da müssten 5 Leute auf dem Haus liegen. So viel hast du gekillt? Nee, ich habe 3 getötet, oder ich habe versucht 3 zu töten und 2 lagen schon. Schatz, dein Gefluche nehme ich gerade auf. Immer weiter, alles gut. Ich bin gerade überhaupt nicht sicher, wo dieses Crossroads ist, aber ich glaube auf der anderen Seite. Oh. Das tut weh. Stopp! Ich weiß nicht, von wo der Schuss kam, der hat auf jeden Fall einen Vorteil. Weil ich muss auf die andere Seite des Flusses. Ah, dass man hier nicht übers Wasser laufen kann. Jesus. Ja, hier ist so eine Abkürzung am Boot, das ist das Buggy da. Jesus, Jesus, du bist unser Mann. Jesus liebt dich. Jesus, das ist alles, was er kann, oder so, keine Ahnung. Ich sehe Crossroads. Ich bin gleich da. Wenn mein fetter Spieler hier mal laufen könnte und nicht außer Atem wäre, und das nennt sich ein Soldat oder so, ja?
Stell dir nicht so an, lauf ein bisschen. Ja, genau. Lauf, du fette Sau. Ich bin fett, ich darf das sagen. Ich bin jetzt extra einen Umweg gelaufen, aber mich hat keiner gekillt oder keiner weiter angegriffen. Lucky Boy. Finde nicht in Ordnung. Ich lege Veto ein. 6 Sekunden. 3, 2, 1. Überlebt. Du hast keinen Platz in deiner Tasche und bla bla bla. Klar, ich habe da schon so viele Sachen verloren. Also können wir gleich nochmal los, oder was? Ich habe doch Platzprobleme. Ja, ich hab's gewusst. Kennst mich doch. Ich bin ein Messi. Scheiße. Immer dasselbe. Ja, immer dasselbe mit mir. Ja, aber ich versuche hier, warte. Da braucht kein Mensch. Die Rüstung will ich haben. Die ist Porno. Porno-Rüstung. Hier, Autobatterie brauche ich nicht mehr. Dieses Kackmaske brauche ich nicht mehr. Probleme. Aber das sind ja Probleme, die hast du ja nie. Ja, doch. Hätte ich das Zeug, was ich jetzt da alles hatte, rausgeschleppt, dann hätte ich da auch übelste Probleme. So, ich nehme mich alles mit, zack, der Rest bleibt da. Ich hatte gerade schöne Schrotflinte, eine Seiger, eine fette Pistole, hab den einen Typen voll ausgenommen. Der hatte sogar Doc-Tags dabei, die hab ich geklaut. Oder eins. Achso, mein PMC ist schon fertig mit Scharfschützengewehr. Den können wir gleich nehmen. Na, siehste. Ach, auf, wie geht's? Meine Aufnahme ist ja noch drin. Verdammt, ich würde irgendwie stoppen. Ja, hast du vergessen. Tja, Woods, Shoreline, irgendwas davon? Wohl nee, Shoreline wird erst mit dem nächsten Update, glaube ich, verbessert. Lass mal lieber Woods. Ist Shoreline irgendwie buggy oder was? Pff, ja, wir hatten auch manchmal Probleme. Achso, ja, mir auch mir egal. Na komm, dann Shoreline. Shoreline, 9 Uhr quasi, fast 9 Uhr. Na gut, dann starte ich meine Aufnahme wieder. Ja, ich habe meine laufen lassen. Profis machen das. Ich kann gerade nicht starten. Ja, bei mir musste er auch... Aufnahme läuft. Ja, ich weiß nicht, irgendwie meine Tastenkombi gerade nicht. Bei mir hat er auch erst beim zweiten Mal genommen. Na gut, jetzt läuft sie wieder. Also wie gesagt, 9 Uhr. 8 Uhr, ja genau, 9 Uhr. Next. Ja, versichern können wir mal alles... Ach, hab ich vergessen, braucht kein Mensch. Bis Donnerstag ist eh alles weg. Eigentlich hat er recht. Egal, ja, Geld brauche ich aber auch nicht. Nee, Geld brauchst du auch nicht, aber ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, also. Ja. Da geht die Welt nicht unter. Ja, dann, wofür geht's, ne? Ja. Man sieht mich jetzt auch mit einem schönen Sniper, was ich nie benutze im Spiel. Ich sniper nie rum. Ich hätte mal eine Pistole mitnehmen können. Ich hätte mal so viele Pistolen rumfliegen überall. So, dann musst du Backup. Das mal tun. Ja, so als Backup. Ich hab... Hab ich jetzt? Nee, ich hab eine Seiger. Ich hab ich nur dabei. Keine Pistole. Und ich hoffe, das fixen die mit dem blöden Regensound im Ladebildschirm. Ja. Das nervt. Ich bin mal gespannt, wie sie es machen mit dem Nachladen. Das ist ja wirklich, dass du es nicht mehr so schnell nachladen kannst, ne? Ja, vorhin musst du jetzt gucken, wie viel Munition du in dem Magazin hast, ne? Ja, das siehst du, glaube ich, gar nicht mehr im Menü, ne? Nee, also im Menü siehst du dann Fragezeichen, bis du dann nachguckst, wie viel drin ist. Ja, oder man macht sich doch die Mühe mit dem Leuchtspur-Munition, die letzten 2 Schuss. Ach, Quatsch. Interessiert, also ich habe bisher nie geguckt, wie viel Munition habe ich noch im Magazin. Doch, ich baller häufig. Bis leer. Häufig. Baller bis leer. Nee, das
Sobald ich einen ruhigen Moment habe, weiß ich, bin gerade in Sicherheit, gucke ich mal schnell im Menü, zack, zack. Ah. Aber nimmst du einzelne Munitionskugeln mit und ja, füllst klar. Sie dann auf? Ja, klar. Okay. Ich habe Sessions Pro gehabt, Gamer. Da habe ich 160 Schuss oder 200 Schuss verballert. Oh, der Angeber. Ja, wenn du mal so 10, 11 Leute killst. Ja, gut. Und, du hast ja auch die ganzen Missionen gemacht, das hat euch ja alles beiseite gelassen. Hat ja auch Spaß gemacht, also ich habe ja, ich mag das Spiel, also. Also ich werde jetzt auch mit dem neuen Update immer wieder mit dir auf jeden Fall gerne spielen, also gerade wegen Aufnehmen und so ein Kram. Ja, aber ich werde jetzt nicht so viel Tarkov-Videos machen, weil ich einfach kein Tarkov-Profi bin. Und das werden die Leute sehen, es gibt so viele Leute, die Videos mit Tarkov machen. Ich mache das sowieso voll Fun. Ich mache jetzt nicht, damit die Leute mir zugucken. Oder weniger, weil die Leute mir zugucken. Ich glaube nicht, dass irgendwer mir zugucken wird. Bei der Baustelle, wo bist du? Awaiting Session Start. Aber es hakt gerade, jetzt bin ich dran. Hallo. Oh, ich hätte dich fast erschossen, Alter. Weißt du, dass ich komme? Was hast du denn da für eine Flinte? Alter Schwede. Warte mal, ich erschieß dich mal kurz. Nee. Was hast du denn für einen geilen Helm? Ich will auch so einen Helm. Ja, musst du Leute killen. Ich schieß dich ab, gib ihn mir. Okay, wo müssen wir überhaupt hin? Tunnel, glaube ich, Pierboot und Rock Passage. Aber Tunnel auf jeden Fall. Wie Tunnel? Achso, ja, wollen wir hier runter, dann haben ja, wir klar. Pier und Tunnel. Machen wir. Bietet sich ja quasi an. Ja, quasi. Und ich hoffe, die machen ein bisschen Anpassung mit Loot. Dass überall ein bisschen Loot liegt. Das wäre schön. Achso, du meinst jetzt hier auch so an der Baustelle oder so? Ja, genau. Ja, das ist, man hat in diesem Spiel leider Hotspots, die sich so rauskristallisieren immer. Ja, genau. Und ja, wenn sie das verhindern würden quasi, das wäre schon cool. Ein bisschen mehr verteilen das Zeug. Dass du hier sagen kannst, okay, ich gehe jetzt hier mal auf die Baustelle und gucke, ob da was ist, weißt du? Aber man weiß ja, dass da nichts ist. Du bist für den Nahkampf ausgerüstet und ich für den Fernkampf. Jo. Wenn du stirbst, sag mir aus welcher Richtung. Versuche ich. Ah, hier kann man vorbei, Mist. Mach mal Auto auf, leer. Wie weit kannst du nur gucken mit deinem Sniper? Kannst du die Straße runter gucken, wie es aussieht? Ja, aber nur bis zu diesen grünen Fahrzeugen. Also nicht so ziemlich weit. Also die großen Fahrzeuge sind da hinten grün. Das sehe ich auf jeden Fall. Okay. Also richtig weit ist das aber auch nicht. Na, ich kann jetzt gar nicht... Also ich kann jetzt das Auto zwar sehen, aber ich... kann es halt nicht gut erkennen, ne? Hier so ein bisschen Zeug zwischen mit den Mülleimern oder sowas. Einfach ein bisschen mehr Loot. Ja, mehr Leichen wäre noch cool. Wo auch vielleicht jemand looten könnte oder einfach wo Zeug liegt so. Mhm. Und klettern. Es geht kein Klettern. PUBG hat Jahre gebraucht, bis es drin war. Das könnten die jetzt auch mal einführen, ja. Das kriegt Tarkov aber eher hin, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob sie es überhaupt einbauen, ne? Granatenkiste. Muni. Nur Muni. Munition soll sich ja auch irgendwie ändern im nächsten Update. Eine ganze Menge Munition dazukommen, ne? Ja, aber sie soll auch schwächer werden. Tunnel oder Pierboot? Pierboot erstmal, oder? Hier ins Haus rein und... Ja, wenn wir es überleben. Wenn wir das überleben, machen wir das. Da liegt... Ne, liegt nicht. Ja, ich sehe auch überall Tote und sind irgendwo welche. Cover me! An der Tankstelle läuft nicht mal ein Scav rum.
Doch, da oben rechts. Echt? Oh ja. Ja. Oh, hat mich natürlich erwischt. Voll in die Fresse! Oh, der schießt noch. Nee, der schießt doch nicht mehr, oder? Ah, der, ich wurde gerade beschossen. Irgendwas links, steht. Links! Was bückst du dich? Noch. Er trifft mich. Was für ein Kackgewehr! Aua, aua, aua. Ja, er hat mich aber überall erwischt, glaube ich. Okay. War kein Spieler. Bist du stark verwundet? Nee, nee. Hat der auch was, der Skeff? Ja, ich geh mal hin. Mit einer Pistole hat uns den gehalten, ey, sonst auch. So ein Sack. Ja, der eine Typ hat eine Schrotflinte, die nicht lädt. Hat doch jetzt lädt sie. Nimm ich mal mit. Zack. Hat er was in den Taschen? Oh, was zu trinken. Hat er schon angenuckelt, die Sau. Ii. Eine offene Dose so quasi. Nee, mehr nicht. Ah, aber einen schönen Rucksack hat er. Der hat einen großen, ja. Kannst du haben. Schalldämpfer von irgendwo. Ich bin tot. Ah, ich hab ihn. Hat mich, ja, ich hab ihn. Ach komm. Bis ich mit. Das Visier ist viel zu klein. Das Visier ist viel zu klein. Wie du den findest, ne? Ich hab ihn vorhin ohne Visier gesehen und wollte gerade mit Visier ranzoomen. Ach komm. King of Sludge, ja. Fick ja, deine genau. Mama, Alter. Hat mich auch. Ja, das waren 9 Minuten. Nicht schlecht. Ja, stoppen wir du mal. Du hast beide getötet. Ach, Mann.